Ciao zusammen, guten Morgen zu Episode 1. Es ist Mittwochmorgen, eineinhalb Stunden vor dem Training etwa, ein bisschen mehr. Und jetzt gibt es erst mal das Kaffee, würde ich sagen. Jetzt sind wir da. Tarde de domingo, que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Ei, yo. Jetzt haben wir Woche 2 von der Reha. Langsam habe ich es im Griff mit dem Stück. Am Anfang hat es einige Schwierigkeiten gegeben. Haushalt, Kochen, das ist nicht so einfach im Feinbein. Dafür habe ich gute Hilfe bekommen. Und jetzt steht das zweite Intervall von der Reha und mal schauen, wie das kommt. Toni wird euch erklären, wie es weitergeht. Junge Woody auf der Suche nach der Lösung für dich. Ganze Welt davon zu überzeugen, dass es nur ein Weg gibt. Ich wage zu behaupten, dass es leichter ist zu essen, doch Liebe stärker ist als alles. Und nicht darum darauf vertrauen, dass ich irgendetwas richtig mache. Von mir kommt nichts, ich hab gelernt und ich hab geschafft. An mir selber, wo irgendjemand muss man anfangen. Und wenn nicht ich, dann sag mir, welcher well, Motherfucker, hola. Glaube an mich, glaube an dich, glaube an uns alle. Glaube an das Gute, doch kein Glauben an den Kriegen. Nein, bin nicht allein, wir sind so viel, nein, wir sind alle. Auch wenn sie uns versuchen zu splitten, denn Angst vor einem Fremden, andere Herkunft, andere Sitten. Egal, ob schwarz, egal, wir sind nicht verschieden. Nein, also Toni, was machen wir heute so? Wir haben hier ein schönes Wägeli vorbereitet. Dann heisst es ab aufs Laufband und dann probieren wir mal das Intervall. Was? Weil es schwitzen kommt, oder Cyril? Was für eins? Das Ziel wäre 6x5. Mit Stossen, verschiedenen Steigungen. Und wenn es hier nicht geht, gehen wir über die Sacken zurück. Dort. Problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions, don't brag about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talk to a shorty, she bagging a bucket. And I'ma need all of my dollars on COVID, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion and build them a fortune, I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50, it's really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. Sauber. Jetzt ist loslaufen. Bitter gewesen, einfach bitter gewesen. Intervall fertig. Ich hatte nicht so lang, 5x5. Schwellentraining. Am Anfang war es etwas langsam eingestellt, aber nachher ist es hart geworden. Die Arme sind am Ende. Hat alles gehabt, Gips hat gehabt und Rücken gehabt. Und jetzt noch gut erholen. Chillen und morgen geht es weiter mit dem nächsten Training. Eines der wichtigen Sachen nach dem Training ist der Gips föhnen, sonst ist das hier viel nicht mehr. Thank you.
das Witz. Nice, sind wir am Fühl an Passaco. So sieht der View aus. Und jetzt lassen wir die Drohne steigen. Nur es hat geheißen, nicht bei Wind und es windet, aber es geht schon. Wir haben es kaputt gehen, verlieren und ins Wasser gehen kann sie nicht. Von dem her, wir sagen, let's go. Mein Fazit von den ersten paar Flügen. Boah, wir sehen es hier. Fluggerät nicht erkannt. Danke, Böschi. Er sucht sie jetzt. Drohne am Suchen. Wir haben es geschafft. Ah, da ist sie. Ai, ai. Endlich. Scheiße. Ja, es windet. Stark, aber wir haben es wieder gefunden. Und jetzt über eine neue Akku. Kommt das her, oder? Nein, geht das. Probieren. Der Oberschenkel zerfetzt. Fazit vom heutigen Drohnenausflug. Einmal haben wir es verloren, wir mussten etwa 10 Minuten suchen. Also nicht ich, der Boschi. Zweimal ist sie fast vom Wind abgetatscht worden, aber es war, glaube ich, ein guter Einkauf. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gut im Kochen bin. Viele auch alleine kochen. Darum machen wir jetzt zum ersten Mal Risotto. Mal schauen, wie das kommt. Festmahlen wieder kochen. Ich glaube, wir könnten dann das Restaurant aufmachen. Nein. Nein, also. Ja, das wäre es von der Episode 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt sie gerne weiter promoten, wenn ihr sie wollt. Und es wird sicher noch eine Episode geben, ob sie jetzt gut war oder nicht. Die. Und dann möchte ich merci sagen allen Teamkollegen, Coaches, Physio, am Arzt, wo mir alle geholfen haben. Und dann würde ich sagen, Peace.